So, wir wollen uns heute mal einem Problem widmen, das relativ viele iPhone-Nutzer kennen dürften, die eins der etwas älteren Geräte im Einsatz haben. Wir haben hier vor der Kamera jetzt mal ein iPhone 4 zu liegen und zwar geht es uns um den Home-Button. Bei den Geräten, die schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben, ordentlich im Einsatz waren, das lässt sich auch auf YouTube gut beobachten, da gibt es Videos zur Genüge, da funktioniert der Home-Button hier unten nicht mehr so, wie er eigentlich funktionieren sollte. Bei unserem Gerät ist es der Fall, wenn ich da relativ doll, relativ kraftvoll raufdrücke, versuche genau die Mitte zu treffen, dann macht er auch das, was er machen sollte. Wenn ich da das Gerät aber ganz normal im Alltagseinsatz habe und hier und da mal doppelt auf den Home-Button klicke, um mir diese Multitasking-Leiste anzeigen zu lassen, dann reagiert er nicht mehr so, wie er eigentlich reagieren sollte. Wie gesagt, da gibt es relativ viele Fehlerberichte zu. Solange da Garantie drauf ist, tauscht man das Gerät einfach bei Apple um. Wenn da keine Garantie mehr drauf ist, dann muss man gucken, was man macht. Hier gibt es jetzt so eine Bude. Da haben wir uns einfach mal so ein Päckchen geordert. Die nennt sich iFix the Button. Das ist hier quasi das Versandpaket gewesen. Und die verkauft für sage und schreibe 30 Euro so eine kleine Box, ich kann die mal hier reinhalten, mit drei kleinen Flüssigkeitsdöschen drinnen. Da holen wir jetzt einfach mal eine raus. Die sehen so aus. Da ist ein relativ kleiner, vielleicht sieht man es hier unten in diesem konisch geförmten, jetzt sieht man es, da ist so eine kleine Flüssigkeit drin. Und ebenfalls mit drin in dieser Box liegt so eine Pipette. Die Macher sagen jetzt Folgendes, nimm die Flüssigkeit, die da drin ist, tropf die genau in die Mitte auf den Home-Button rauf mit der Pipette, dann drück da 3 Minuten lang rum, schalt vorher dein Handy aus und danach funktioniert der Home-Button wieder so wie am ersten Tag. Da sind 3 so eine Füllungen drin. Auf YouTube selber gibt es eine Reihe von kurzen Videos, die Leute dabei zeigen, wie mit Alkohol experimentiert wird und mit irgendwelchen anderen Flüssigkeiten. Wir sind da relativ skeptisch, muss ich sagen. Wir probieren das jetzt hier einfach mal aus und gucken uns dann danach an, ob der Homebutton besser funktioniert, als er vorher funktioniert hat. So, man sieht das auch im Video auf der Seite der Anbieter, die hier dieses Zeug verkaufen. Da ist übrigens eine relativ lange Anleitung mit dabei, vielleicht sollte man die nochmal kurz in die Kamera halten. Also hier steht auf so einem großen Zettel drauf, was man wie machen sollte, wie lange drücken und so weiter und so fort. Am Anfang erstmal das Gerät ausschalten, das mache ich jetzt hier mal. Lass mir mal den Ausknopf einblenden, da oben haben wir ihn. So, wenn das Gerät vollständig ausgegangen ist, dann bitte die Pipette nehmen und die komplette Flüssigkeit, die hier in diesem kleinen Ding drin ist, aufsaugen. Auch das versuche ich jetzt hier mal. Okay, haben wir gemacht. Die Flüssigkeit haben wir jetzt hier drin und, Gottes Willen, ich hoffe, das ist nicht giftig. Tu die jetzt hier auf den Homebutton rauf. Das war die Idee. Bitte komplett auf den Homebutton rauf machen. Und den jetzt quasi benutzen, damit die Flüssigkeit, sehen wir das überhaupt? Ich versuche die hier aber noch ein bisschen ins Licht reinzuholen. Damit die Flüssigkeit dann, genau, da ist sie genau auf dem Homebutton drauf, dann quasi in die Seiten reinfließt und unten runter irgendwas sauber machen soll. Also wie gesagt, Skepsis ist vorhanden. In der Anleitung bitten die Macher darum, hier ordentlich drauf zu drücken, damit quasi durch den Kapillareffekt die Flüssigkeit da unten eingesogen wird. Ich hoffe mal, danach funktioniert das Gerät noch. Also es ist, wie gesagt, eine merkwürdige Geschichte. Es riecht ein bisschen nach Alkohol, muss ich sagen. So ein bisschen nach Krankenhaus-Handdesinfektionslösung. Ich habe hier noch so einen kleinen Tropfen drin, den werde ich hier auch noch raufdrücken. So, fertig. Und damit wir uns jetzt hier nicht eine halbe Stunde lang angucken, wie ich auf dem Home-Button drauf rumdrücke, mache ich das Video einfach mal kurz auf Pause und wir schalten nochmal rein, wenn die 3 Minuten vorbei sind. So, wir haben nach dem Auftragen jetzt unsere knappen 15 Minuten gewartet, die in der Anleitung drin standen. Was ich natürlich komplett falsch gemacht habe, ist, mit dem Finger hier auf diese Lösung aufzufassen. Laut Anleitung nimmt man dazu diese feine Pipette, die hier mit drin war, und drückt dann damit den Home-Button rein, wie auch immer. Auf jeden Fall ausprobiert jetzt das Gerät und Fazit. Also, ich habe das Gefühl, es funktioniert wesentlich besser. Ich weiß aber nicht, ob es an dieser Zauberlösung liegt oder das nicht einfach auch mit irgendeinem, acetonfreien Nagellackentferner gegangen wäre oder irgendwas. Also wie gesagt, ich weiß nicht, was hier in dem Röhrchen drin ist. Der Homebutton selber, der macht jetzt nicht mehr so diesen so einen schrillen Klack, wie soll ich das beschreiben? Also er lässt sich irgendwie so butterweicher drücken. Und er reagiert mehr oder weniger sofort. Ich kann ja doppelt drauf drücken, kriege die Multitasking-Leiste angezeigt, habe meine Applikation, kann da wieder rausspringen. Die Macher schreiben in der Anleitung drin, dass man das alles so machen soll, hier diese 3 Schritte, die wir gerade eben im Video durchgegangen sind. Und wenn das dann immer noch nicht funktioniert, soll man 24 Stunden warten und das nochmal mit so einem zweiten Röhrchen hier ausprobieren. Auf der Webseite steht,
Also einfach nur, um das vielleicht auch nochmal erwähnt zu haben. Auf der Webseite steht, solange der Home-Button überhaupt nicht mehr funktioniert, oder anders, wenn der Home-Button gar nicht mehr funktioniert, auch bei ganz dollem Drücken nicht, dann kommt man auch mit der Lösung nicht weiter. Sobald er aber noch ab und zu reagiert auf den Daumen, soll man die anwenden und dann funktioniert es danach wieder. Das hätten sie getestet mit Scientists in a Lab. Also wie gesagt, das grobe Fazit ist, die Sache funktioniert, der Homebutton fühlt sich irgendwie besser an. Das Auftragen, ja, war ein bisschen umständlich, hätte man vielleicht besser machen können. 3 Minuten da rumtippen ist auch kein großer Spaß, aber ja, das muss ich jetzt vielleicht in einer Woche Dauerbenutzung nochmal zeigen, ob die ganze Geschichte auch so anhält. Und ansonsten gilt es wahrscheinlich mehr oder weniger herauszukriegen, was ist da drin und macht es nicht auch einfach Alkohol. Weil 30 Euro für 3 Fläschchen sind schon ein bisschen teurer als ja, Alkohol aus der Apotheke. Andererseits andererseits ist es auch keine schlechte Idee, hier so ein Paket anzubieten und nicht direkt eine Gerätereparatur. Also wie gesagt, wir haben es auf jeden Fall mal ausprobiert. Ich kann den Home-Button hier wieder drücken, funktioniert besser, als er vorher funktioniert hat, fühlt sich anders an, als er sich vorher angeführt hat. Also einfach dieser Druckpunkt selber hat sich ein bisschen verändert. Und ja, wir sagen danke fürs Zuschauen, haben die iFix the Button-Lösung vorgestellt, kommt glaube ich aus der Schweiz und sagen vielen Dank fürs Zuschauen. Haben wir schon gesagt, ne?